Hallo liebe Freunde, in diesem Video geht es darum, was zu tun ist, wenn der Browser die Seiten von Websites nicht öffnet, während Skype, Cloud-Dienste und andere Anwendungen, die über das Internet funktionieren, keine Probleme mit der Leistung haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass diese Anweisung für alle gängigen Internetbrowser relevant ist: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge und Internet Explorer. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Gerät. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Bevor Sie mit der Korrektur fortfahren, können Sie dieses Problem beheben, indem Sie zum letzten Wiederherstellungspunkt oder zum letzten Systemsicherung zurückkehren. Als erstes müssen Sie Ihren Computer auf schädliche und unerwünschte Software überprüfen. Oft ist die Arbeit dieser Programme der Grund, dass der Browser die Seiten von Websites nicht öffnet. Gehen Sie nach dem Entfernen aller Viren und unerwünschten Software zur Systemsteuerung, Browser-Eigenschaften. In Windows 7 ist das Element Internetoptionen und klicken Sie auf der Registerkarte Verbindungen auf Netzwerkeinstellungen. Wenn Sie ein Häkchen neben Proxy-Server für lokale Verbindungen verwenden haben, deaktivieren und installieren Sie es neben Einstellungen automatisch erkennen und klicken Sie auf OK. Sie können das Proxy-Server-Einstellungsmenü auch über den Browser selbst öffnen. Für Google Chrome, Opera und Yandex Browser sind die Aktionen fast identisch. Gehen Sie zum Menü Einstellungen, Erweiterte Einstellungen anzeigen, suchen Sie nach dem Proxy-Server-Einstellungsmenü und öffnen Sie es. Folgen Sie anschließend den oben beschriebenen Anweisungen. Gehen Sie in Mozilla Firefox zu Menü Einstellungen, Grundeinstellungen und klicken Sie im Abschnitt Netzwerkeinstellungen auf Konfigurieren. Wählen Sie Systemproxy-Einstellungen verwenden und klicken Sie auf OK. Gehen Sie in Internet Explorer zu Extras und klicken Sie auf Internetoptionen. Weiter hier folgen wir auch den oben beschriebenen Anweisungen. Gehen Sie in Microsoft Edge zu Menüoptionen Erweitert und klicken Sie auf Proxy-Server-Einstellungen öffnen. Wenn Sie den Proxy-Server manuell konfiguriert haben, deaktivieren Sie ihn und aktivieren Sie dann im Abschnitt Automatische Proxy-Einstellungen die Option Einstellungen automatisch definieren. Wenn der Browser nach dem Einrichten des Proxy-Servers die Seiten von Websites immer noch nicht öffnet, sollten Sie den Eingang app.dls im Registrierungs-Editor überprüfen. Drücken Sie dazu die Tastenkombination Windows plus R und geben Sie Regedit ein. Wir gehen zur Sektion HK-Local-Maschine, Software Microsoft Windows NT, Current Version Windows. Rechtsklick auf den Datensatz app.dls und klicken Sie auf Ändern. Wenn Sie in der Zeile Wert den Pfad zu einer DLL-Datei cbc filename.dll sehen müssen, müssen Sie diese löschen. Kopieren Sie zunächst den Pfad zu dieser Datei, löschen Sie diese Zeile und klicken Sie auf OK. Fügen Sie anschließend diesen Pfad in den Explorer ein, aktivieren Sie die Funktion Versteckte Dateien anzeigen und löschen Sie diese Datei sowie andere verdächtige Exe-Dateien, die sich im gefundenen Ordner befinden.
Möglicherweise müssen Sie den Computer im abgesicherten Modus starten, um die Datei zu löschen. Wie das geht, sehen Sie in meinen vorigen Videos. Wechseln Sie erneut zum Registrierungs-Editor und suchen Sie den Eintrag app.dls im Abschnitt HK Current User Software Microsoft Windows NT Current Version Windows. Wiederholen Sie den obigen Vorgang und starten Sie den Computer neu. Überprüfen Sie als nächstes die Host-Datei. Es befindet sich unter C, Windows, System 32, Drivers, etc. Öffnen Sie mit einem Notizblock und sehen Sie alle Werte an. Wenn nach der letzten Zeile 1 Localhost andere Zahlen mit IP-Adressen werden registriert, löschen Sie sie, speichern Sie die Änderungen im Editor und starten Sie den Computer neu. Wenn der Browser die Seiten vom Website immer noch nicht öffnet, liegt möglicherweise ein Problem mit dem DNS-Server vor. Gehen Sie zunächst zum Netzwerk und Freigabecenter, klicken Sie auf Verbinden, klicken Sie auf Eigenschaften, klicken Sie auf IP-Version 4 und klicken Sie auf Eigenschaften. Wählen Sie folgende DNS-Server-Adressen verwenden und geben Sie die folgenden Werte ein. Bevorzugter DNS-Server ist 8.8.8.8. Alternativer DNS-Server ist 8.8.4.4. Und versuchen Sie, eine Seite in den Browser zu laden. Wenn dies nicht hilft, führen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator aus und geben Sie den folgenden Befehl ein. ipconfig flushdns. Dieser Befehl löscht den DNS-Cache. Geben Sie dann den Befehl rootf ein. Dieser Befehl löscht die Router-Tabelle aller Gateway-Einträge. Wir sehen die Meldung OK. Schließen Sie die Befehlszeile und starten Sie den Computer neu. Wenn Ihnen wieder dieses gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, viel Glück und tschüss!